Hallo und willkommen bei den Nachtgedanken am Mittwochabend zu dem Thema, das ihr gewählt habt. Und heute nehmen wir uns ein Thema heraus, das aus Vorschlägen stammt. Und das Thema hat Christine Uhl gewählt. Sie ist eine fleißige Abonnentin hier auf unserem Kanal. Ganz herzliche Grüße. Und dein Thema war finanzielle Abhängigkeit vom Partner, vom Ehemann allgemein. Und das ist, finde ich, ein spannendes Thema und da wollen wir jetzt näher drauf eingehen. Willkommen! Man ist dann vom Partner abhängig, wenn wichtige Belohnungen nur über den Partner erreicht werden können. Kann man sich seine Belohnungen dagegen selbst beschaffen? Dann ist man unabhängig. Also ich bin die Tochter einer alleinerziehenden Mutter. Mir wurde schon im Kindesalter gesagt, mach dich niemals finanziell von einem Mann abhängig. Oh. Das habe ich auch getan. Und ich muss euch sagen, liebe Frauen, macht das nie. Ihr wisst nie, was kommt. Es ist jetzt die große Liebe in 10 Jahren, wenn ihr da sitzt mit den kleinen Kindern. Er hat seine Firma aufgebaut und er sagt euch, du, tut mir leid, das war's jetzt, dann steht ihr da. Bitte, bitte schaut, dass ihr was Eigenes macht. Das ist ganz wichtig auch für euer Selbstwertgefühl, für eure Kinder. Meine Mutter war, als sie verheiratet war, sowas von abhängig von meinem Vater. Sie hätte keine Lebensmittel kaufen können, wenn er nicht am Tag ein paar Mark hingelegt hätte. Also dieses Haushaltsgeld, wie man immer so schön gesagt hat. Genau. Oh Gott. Und das will doch, glaube ich, keiner von uns, oder? Danke, Dani, dass du das jetzt mitgeteilt hast. Derselben Meinung bin ich auch. Und der Satz am Anfang mit den Belohnungen, ich glaube, da denke ich noch mal drüber nach, ob der jetzt so richtig ist. Ich habe ihn aus einem Fachbuch. Aber nicht alle Fachbücher müssen ja unbedingt die Wahrheit sprechen. Man ist dann vom Partner abhängig, wenn wichtige Belohnungen nur über den Partner erreicht werden können. Kann man sich seine Belohnungen dagegen selbst beschaffen, dann ist man unabhängig. Also wir haben jetzt diesen Satz nochmal angehört und weder Dani noch ich können jetzt wirklich was damit anfangen. Belohnung bedeutet das, wenn ich in Urlaub fahren will und muss den Ehemann oder den Freund fragen, weil ich mir den Urlaub nicht leisten kann. Was meint ihr? Also diskutiert gerne mal mit uns bzw. schreibt uns einen Kommentar. Ich fasse es so auf, dass man wichtige Belohnungen wie zum Beispiel ein Wellness-Spa-Aufenthalt, einen Urlaub, vielleicht eine Anschaffung von etwas, was jetzt nicht unbedingt der Partner braucht, aber du unbedingt willst, nur erfüllt werden kann, wenn du ihn fragst, ob er es finanziert. Also so sehe ich es. Wie siehst du es? Ja? Ich verstehe es bis heute nicht. Ah, also kommentiert bitte. Und jetzt geht es erstmal weiter mit dem Thema. Ich blätter noch ein bisschen in schlauen Büchern und schau mal, was die so zusammen fabrizieren. Ja? So, da bin ich wieder. Es ist ja schier unglaublich, was man alles zu dem Thema im Internet findet. Da könnte man Tage und Monate recherchieren. Die Quintessenz aus allem ist, Geld kann eine Beziehung belasten, finanziell abhängig machen und Konflikte auslösen. Ja? Es kann eine Beziehung aber auch fördern, gemeinsam schöne Momente bereiten und den Lebensstandard haben. Das sagt alles und nichts. Also, aber wer zahlt wie viel und warum eigentlich? Ja? Und dann suchen sie nach Menschen, deren finanzielle Situation sich von der ihrer Partner, Freunde, Freundinnen und Familienmitglieder unterscheidet. Ja, du zahlst doppelt so viel auf das gemeinsame Konto wie dein Partner. Du steckst am liebsten alles in deine Altersvorsorge. Deine Partnerin lebt nur im Hier und Jetzt und gibt alles aus. Wie gehst du damit um? Also, wir würden uns freuen, wenn du uns deine Geschichte erzählst. Denn ich bin der Meinung, erstmal Abhängigkeit, egal ob von einem Suchtmittel, von einem Menschen, ist immer irgendwie negativ behaftet und das ist jetzt meine Meinung, es hört sich nicht schön an zu sagen, ich bin abhängig, ja, oder ich brauche das oder den unbedingt, sonst gehe ich kaputt. Man sollte das Thema vielleicht ein bisschen anders benennen, aber wenn jemand wirklich abhängig ist und sagt, ja, oh, das bin ich, dann kann er gerne posten, wenn er das möchte und kann uns mal teilhaben lassen an seinem Leben, wie es ist vielleicht zu fragen, kriege ich nochmal einen Fuffi.
weil ich mir einen Pullover kaufen will. Oder, ach, können wir mal in Urlaub, zahlst du das bitte? Oder ihr seid vielleicht der Größeres und sagt, ich spende dir meine Frau jede Woche einen Urlaub auf Ibiza. Ja, also wir freuen uns, wir sind gespannt und jetzt wieder abstimmen zu dem nächsten Thema. Ja, wo? In der Community. 3 zur Auswahl, 1 wählen. Nächste Woche ist es produziert. Das war's bei den Nachtgedanken und jetzt gute Nacht. Vielleicht mit einem Hörspiel von Hör mal zu? Wer weiß.